Also das Beispiel zur Relativkinetik Nummer 1. Da ist ein Winkelhebel, der da in der 1,2 und in der 1,3 Ebene skizziert ist, wo, wie man hier sieht, wieder vertikal nach unten die Erdbeschleunigung wirkt, also die Gewichtskraft entlang der negativen 3-Achse. Und der ganze Hebel rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit Omega um die 3-Achse in positive Richtung. Und an dem Ende da unten, am Ausleger, ist eine Masse befestigt, die einerseits einfach hohl ist, zum Beispiel ein Loch drinnen hat und auf so einer Stange befestigt ist, wo sie reibungsfrei gleiten kann, und wo andererseits da ein Seil hängt, das das Ding halt nach oben zieht. Und das Seil zieht so, dass die Geschwindigkeit w in zwei Richtungen gegeben ist. Das ist ein bisschen unglücklich, deswegen habe ich gerade vorher da das w gegen ein handschriftliches w ausgetauscht, weil das schaut fast aus wie Omega. Also das eine ist w, das ist die Geschwindigkeit in Richtung der Zweiachse entlang des Seils, und der Hebel rotiert mit Omega um 3. Gesucht ist dann einfach, welche Absolutbeschleunigung stellt sich ein. Wieder im 1-2-3-System, das mitrotiert, und die Kräfte natürlich, die auf die Masse wirken, vom Seil und von der Führung reibungsfrei. Also ein ganz klassisches Relativkinetikbeispiel. Wir brauchen eigentlich auch nichts extra einzuzeichnen. Wir nehmen einfach die Skizze nach unten mit und arbeiten an der weiter. Also vielleicht einmal zuerst die Geschwindigkeit, wie immer. Relativgeschwindigkeit. Was kann man über die Relativgeschwindigkeit sagen? Also die Bewegung der Masse im 1-2-3-System, ohne dass man noch die Rotation berücksichtigt. Die ist ja reingegeben durch das W entlang der E2-Achse, also entlang des Seils. Das heißt, die besteht nur aus der Komponente WE2. Die Führungsgeschwindigkeit, schreiben wir mal die Formel hin, hat natürlich eine Führungsrotation, Kreuzprodukt mit dem Abstandsvektor der Masse zum Ursprung der Rotation. Der Ursprung der Rotation ist das Koordinatensystem, der Ursprung des Koordinatensystems. Das heißt, wir brauchen einen Vektor, der da in die 1-Richtung geht und also so schräg nach unten in die 1-Richtung und in die 2-Richtung irgendeine Komponente hat. Da muss man sich überlegen, wo startet der Vektor und wo hat er seine Spitze. Wie ist das in der Relativkinetik? Also welche Komponenten muss der Vektor haben? Wo hat der seine Basis normalerweise? So sollte er jetzt sagen. Also Basis im Ursprung. Dort, wo die Rotation passiert. Das heißt, wir haben einen Vektor mit L in 1-Richtung, da entlang, und S in negative 2-Richtung. Das ist genau die Position, an der die Masse gerade sitzt, in Seilrichtung, aber halt in negativ E2. Und die Führungsrotation rotiert ja rein um 3, das ist mit dem Omega positiv, also Omega E3. Das sind die Vektoren, die zwei. Das heißt, unsere Führungsgeschwindigkeit wird zum Kreuzprodukt Omega in 3 Richtung, Kreuz L in E1 minus S in E2. Die Kreuzprodukte ausgedrückt, schreiben wir wieder mal den Epsilon-Tensor hin. Das mit dem ist ja Epsilon 3, 1, 2. Das ist offensichtlich eine zyklische Permutation, ist also positiv. Positiv 2. Und der da hinten ist 3, 2, 1. Der kann dann nicht wirklich positiv sein. Wenn es der andere ist, da tauschen es 1 und 3 aus, deswegen nicht zyklisch, also minus 1. Da.
die Kreuzprodukte der Einheitsvektoren, so dass dann für die Führungsgeschwindigkeit einmal Omega LE2 plus Omega SE1 rauskommen sollte. Führung, das heißt, wir haben eigentlich alles. Die gesamte Geschwindigkeit, Absolutgeschwindigkeit ist dann, bauen wir es richtig zusammen von den Richtungen her, Omega SE1 kann man noch vornehmen und in der Zweierkomponente gibt es dann von der Relativgeschwindigkeit auch einen Eintrag, also Omega L plus W in die Zweirichtung. Das ist die Absolutgeschwindigkeit, die man eigentlich nur dann braucht, wenn sie gefragt ist. Ist sie nicht. Ich rechne es trotzdem meistens aus. Das hat zumindest den einen Vorteil, dass wir jetzt die Führungsgeschwindigkeit da bereits berechnet haben und die brauchen wir ja dann wieder in der Führungsbeschleunigung. Weil da haben sie ja zweimal Kreuzprodukt, Omega-Kreuz, Omega-Kreuz und das Omega-Kreuz, das zusätzlich vorkommt, ist schon die Führungsgeschwindigkeit. Dann brauchen sie die nicht. Sie brauchen es keine doppelten Kreuzprodukte berechnen. Wenigstens das hat man davon. Gut, also Beschleunigungen. Die Relativbeschleunigung, Geschwindigkeit ableiten. Also die Ableitung des Relativ, oder machen wir es einmal so. Die Ableitung des Relativgeschwindigkeitsvektors ist die Relativbeschleunigung. Das ist also Omega-Punkt, nachdem das Koordinatensystem mitrotiert ist, E2, E2. Das ändert sich nicht. W-Punkt ist aber offensichtlich 0, wenn W konstant ist. Ja, das fällt weg. Das heißt, es bleibt uns noch die Führungskomponente. Die Führungskomponente beinhaltet den Term Führungsrotation abgeleitet, Kreuz, Abstandsvektor R, den man da oben eh noch sieht, plus das doppelte Kreuzprodukt Omega Führung Kreuz V Führung eigentlich, also Omega Führung Kreuz R. Und das ist eben die Führungsgeschwindigkeit und die haben wir ja schon. Das ist allerdings wieder 0, der Nullvektor, weil auch Omega konstant ist laut Angabe. Das fällt also auch weg. Bleibt nur der hintere Term. Der hintere Term liefert dann Omega in drei Richtung, gleich eingesetztes Führungs-Omega, Kreuz und da setze ich Ihnen von hier oben die Führungsgeschwindigkeit ein, Omega L in 2 Richtung plus Omega S in 1 Richtung. Das Kreuzprodukt führen wir wieder aus. Die haben wir eigentlich schon bestimmt oben. Das ist minus E1, E3, E2 und E3, E1 ist plus E2. Das heißt, wir kriegen eine Führungsbeschleunigung von minus Omega Quadrat L in 1 Richtung plus Omega Quadrat S in 2 Richtung. Ja? Was fehlt noch? Wenn das Ganze rotiert, wird es vermutlich noch geben im Allgemeinen. Wir haben eine Relativgeschwindigkeit im System und wir haben ein rotierendes System. Also gibt es auf jeden Fall noch einen Beitrag. Den Coriolis-Beitrag. Für rotierende Systeme mit Relativgeschwindigkeit. Das ist ja ein Paradebeispiel für Coriolis-Beschleunigung, ist ja die Bewegung der Wolkenformationen. Weil die sind, da merkt man es nämlich wirklich, die sind ausgedehnt genug, dass man wirklich die Coriolis-Beschleunigung sieht dran. Deswegen drehen sie ja auch Hoch- und Tiefdruckgebiete auf den unterschiedlichen Halbkugeln genau in die umgekehrten Richtungen. Okay, wie rechnen wir es aus? Zweimal Führungsrotation Kreuz Relativgeschwindigkeit. Also zweimal Omega F Kreuz V relativ.
Das heißt, wir haben zweimal Omega E3 wieder, Kreuzprodukt, und die Relativgeschwindigkeit, schauen wir nach, ist WE2. Das ist also unser 3-2-Kreuzprodukt, das ist das minus E1 minus 2 Omega W E1, muss dann da rauskommen. Dann bauen wir alles zusammen. Für die Absolutbeschleunigung wieder in die einzelnen Richtungen am besten. Das ist einmal mit einem globalen Minus die 1-Richtung, Coriolis 2 Omega W plus Omega Quadrat L in 1-Richtung und Omega Quadrat S in 2-Richtung. Ja, das soll es sein. Das ist schon das Nächste, nämlich die Kräfte auf die Masse. Auf die Masse nämlich, darauf muss man schon achten, damit man es richtig frei machen kann. Schauen wir uns ein Freikörperbild nur der Masse an, im Schnitt mit dem Loch da drinnen. Dann haben es einerseits natürlich die Seilkraft, also Koordinatensystem wäre nicht schlecht. Das Koordinatensystem ist in dem Fall in der 1-2-Ebene 1, 2 und die 3-Achse schaut dann raus aus der Tafel. Und das heißt, wir haben da die Seilkraft einmal, die anzieht. Wir haben die Gravitation, wirkt nach unten, die zeichne ich da herunten her, m mal g. Und dann gibt es einmal da eine Normalkraft in positive Dreirichtung von der Stange auf die Masse, die sind in die Dreirichtung festhält, und einmal in die Einsrichtung. Machen wir da überall Vektoren draus. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Was anderes gibt es nicht, reibungsfrei. Okay. Dann schreiben wir den Schwerpunktsatz hin. Summe der Kräfte ist die Masse mal unsere Absolutbeschleunigung. Die Summe der Kräfte fassen wir zusammen. Warum schauen die Kräfte eigentlich so aus, wie sie ausschauen bei mir? So als Zwischenfrage. Weiß man, wo die hinzeigen, anders gefragt? Wissen Sie, naja, da vielleicht mit ein bisschen Gefühl, aber typischerweise wissen Sie es nicht, wo es hinzahlen, die Kräfte. Vor allem für ein komplexeres System nicht unbedingt, schon gar nicht dynamisch. Also normalerweise nehme ich so an, dass Koordinatensystem positiv sind, die Kräfte, immer. Weil dann diskutieren wir ja öfter, dann kann man es im Vorzeichen nicht so leicht verhauen. Weil sonst muss man immer schauen, na, wie war jetzt das Freikörperbild, was ist eigentlich positiv, ist positiv im Koordinatensystem negativ oder im Koordinatensystem positiv, dann nehmen wir es gleich positiv an, wenn wir es eh nicht wissen. Gut, die unbekannten Kräfte natürlich nur klarerweise. Und die Absolutbeschleunigung multipliziert mit der Masse hat dann minus m mal 2 Omega mal w plus Omega Quadrat L in 1 Richtung, das sehe ich zumindest da gerade nicht mehr, plus M Omega Quadrat S in 2 Richtung. Dann machen wir Koeffizientenvergleich. 1 Richtung liefert Normalkraft, in 1 ist schon einmal verkehrt herum eingezeichnet, nämlich minus m 2 Omega W plus Omega Quadrat L oder Omega rauskommen, wenn Sie wollen. Das ist offensichtlich die Kraft,
der Stange auf die Masse, nachdem wir die Masse freigemacht haben. In zwei Richtungen kriegst du die Seilkraft direkt raus. Die ist m Omega Quadrat S. Und in die drei Richtung der Zusammenhang für die dritte Richtungskomponente für die Normalkraft, die entspricht der Gewichtskraft. Die hält einfach nur der Gewichtskraft entgegen. In die Richtung haben wir ja aus der Absolutbeschleunigung keinen Anteil gekriegt.